Als wäre ich irgendein Titel in Kloten gewesen, ohne das, was alles Jahre voran passiert ist. Trifft ihr, ist der ZSC Schweizer Meister. Robert Nilsson trifft! Ja, ist unglaublich. Ich glaube es noch nicht. Ja, ist so schön. Ja, ich weiß nicht, was sagen, sorry. Ja, das sind dann halt einfach die Momente, wo ja, es sprudelt so richtig. Und ich meine, dann wirst du gefragt, sollst du den Moment beschreiben? Und du bist so, ja, keine Ahnung, ich habe so einen Moment halt noch nie erlebt. Also das kannst du halt dann auch nicht in Wort fassen. Ja. Ein überforderter ZSC-Präsident und sein Anwalt haben so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und auch die Abstimmung noch mal ansetzen müssen. Wir werden die Abstimmung neu durchführen. Es sind viele Leute, die das Konzept wetten, mit dem alten Namen. Sonst wird das zu einer Farce, wenn man nachher über einen Antrag, der aufrechterhalten worden ist und der zulässig ist heute Abend, erst nachher abstimmt und dann nachher sagt, ZSC Lions ist definitiv, für was stimmen wir überhaupt über den zulässigen Antrag ab. Es gibt kein schönes Kürzel für einen Club wie das zischende ZSC. Ich denke, das ist auch das, was dann nachher der ZSC ausgemacht hat, die Nachwuchsförderung, wo man dann auch nachher profitieren konnte. Sicher der Z, aber ich glaube, ein paar andere Nationalteams auch, weil da hast du nicht genug Platz für alle, oder? Aber ich denke, das ist schon etwas Eindrückliches und das ist auch etwas, wo, ja, wo halt so der Frey geschaffen hat so, und dann auch sehr stolz ist auf das. Ich denke, die Namensbildung die sei nicht so entscheidend. Sie entscheiden sich eigentlich, was drin sei, im Namen drin. Aber ich habe dann gesehen, dass das eine grosse Rolle spielt und habe das auch sofort realisiert. Anfang der 60er Jahre war das Hallenstadion mit seinem Dach noch eine Ausnahme im Profi-Eishockey. Der ZSC war zu Hause eine Macht. Kein Team war gerne zu Gast. Zürichs futuristischem Hockey-Tempel. Man träumt immer von dem. Und ich meine, ich und mein Bruder, der Phil, wir haben so oft gespielt und uns vorgestellt, dass wir irgendwie in der Wohnung sind und es ist jetzt Hallenstadion und wir spielen, oder? Und ja, dann, wir sind immer am Match und dann, wenn wir dann auch zusammen dann noch dort spielen dürfen, ist schon speziell. Ne? Oh, der Fehler von Seguinetti und das Tor von Chris Baltisberger entscheidet die Partie. Speziell war halt im 2018, es war wie so eine Achterbahn immer. Also, auch jeweils in dem Spiel haben wir ein Goal geschossen, gleich wieder eins bekommen. Es ist immer so auf und ab und so emotional natürlich mega intensiv, weil ja, es ist nie so ein Moment gegeben, wo man so können, kurz so loslassen oder entspannen kann. Das kannst du grundsätzlich nie, aber für das Mental ist es schon schwierig gewesen. Und ich meine, nachher eben, niemand hat an uns geglaubt, außer mir. Und wir hatten so eine Dynamik und einen Kampf können entwickeln, dass wir dann auch Gegner eigentlich über den Kampf geschlagen haben.